dieser Graf und ob es auch wirklich funktioniert. Frau Müller war neulich im Drogeriemarkt ihres Vertrauens und hat dort dieses schöne Teilchen hier gesehen und da es reduziert war ziemlich stark, dachte ich mir, naja gut, warum nicht, probieren kannst du es ja mal. Wobei eigentlich ich meine Haare grundsätzlich sehr selten bürste, eigentlich einfach nur, damit die losen Haare rausgehen. Und ansonsten habe ich eigentlich auch nicht viel mit Haaren am Hut. Ja. Das Ganze bei mir in etwa so aus. Haare flogen in alle Richtungen. Also für meine Haare nicht unbedingt so gut geeignet. Und da kam mir die Idee. Ja, wunderschöne, lange, struppige Haare hat rundum. Ganz tolles Langhaar. Nicht mehr so lang wie früher, aber immerhin. Und da meine Schweif- und Mähnenbürste. So aussieht, wenn ihr was seht, scharf, ständig scharf. Ja, ziemlich wild einfach. Und sie funktioniert noch. Aber sieht ziemlich wild aus. Dachte ich mir, eventuell wäre doch der Tangle-Teaser ganz gut geeignet für dieses Pferd. Mal, ob das funktioniert. Ich habe jetzt die Mähne und den Schweif nur mit diesem Tangle-Teaser gebürstet. Heute war es relativ einfach, weil kein Dreck und wenig Knuddel nur drin waren. Das werde ich dann nochmal testen, wenn das Pferd richtig dreckig ist. Fragen, warum nicht einfach eine Magic Brush benutzen? Ja, das funktioniert auch. Die nutze ich auch sehr gern. Da bleiben auch nicht so viele Haare drin hängen, aber der Unterschied ist, die Borsten hier sind relativ hart. Bei dem Tangle-Teaser einfach ziemlich weich. Aber das ist wahrscheinlich der einzige und der größte Unterschied. Ich werde das noch ein bisschen testen und dann nochmal berichten, ob das wirklich einen Wert und einen Effekt hat. Ja. Für eine Pferdebürste tatsächlich weiß ich, was der normalerweise kostet, 16 Euro oder so ausgeben möchte. Ich habe jetzt unter 10 bezahlt und dachte mir, wenn ich ihn selber nicht benutzen kann und möchte, wird ihn das Pferd benutzen. Ja, soweit zu dem Thema, wie das Pferd zu einem Tangle-Teaser kam. Ja, und sie hat schon wieder Strohnemähne, aber sieht ganz gut aus. Also recht fluffig geworden. Sag vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.